Die Pause ist vorbei und für euch geht's los in eine neue Folge. Und an diesem Mittwoch sind die Villager wieder sehr fit. Gut Moin, was hast du? Du bist wieder Neuling, finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Hier haben wir den nächsten Villager, den wir uns gönnen werden. Guck mal hier, genau du. Komm mal hier. Moment. Mach nicht so schnell. Schnell noch ein bisschen Eisen. Habe ich noch Eisen dabei? Nee, habe ich gerade nicht dabei. Ich hatte doch irgendwo hier noch... Ach, nee, nachher sitzen zwei Villager drin, das will ich nicht. Den hier. Und dann geht es wieder ab hier. Bam, bam, bams. Nimm da die. Super, da zurück. Ich muss den Einzelnen da irgendwo erwischen. Wo ist der? Wo ist der Kamerad? Ich bin so ein Arbeitsloser, ne? Komm, wo ist denn der hin? Der darf keinen Job kriegen. Der hat sich bestimmt einen Job gemacht. Ja, guck mal hier. Aber, weißt du was? Ist mir doch egal. Nee. Scheiße. Komm zurück. Guck mal hier. Guck, ich habe eine Kartoffel. Eine Baked Potato für dich. Feiner Stuff vom Allerfeinsten. Komm jetzt hier hin. So, das Risiko eingehen und hoffen, dass der uns den richtigen runterbringt. Also hochbringt. Nee, wird niemals klappen. Aber. Hey, pst. Komm mal hier. Hey, pst. Mit mir handeln? Ja, komm mal hier. Komm näher. Komm noch näher. Guck. Komm näher, habe ich gesagt. Danke. Du machst keinen Scheiß, ne? Komm näher. Komm jetzt. Ah, super. So, genau. Jetzt mach das genau so. Jetzt da hoch. Nein. Nee, jetzt mal Safe Zone. Nee. Oh, Glück. Du Drecksack, du wolltest nur da rein, ne? Du bist ein Meister. Aber ich kann tatsächlich hier mal die Schiene kurz kaputt lassen. Kommen Sie. Ich muss den einfangen. Ist ja er, ne? Neuling. Guck mal hier. Ich kann ihn nicht ersetzen. Komm mal mit, Junge. Ich hab was für dich. Komm. Ja, nochmal. Weißt du was? Hier steht deine Lore. Da gehst du bitte rein, ne? Und keine andere. Und pass auf, wir müssen das aber hier ein bisschen so machen. Sonst kriegen wir hier tatsächlich Stress. Weil wenn der Falsche drin sitzt, haben wir Probleme. Lass uns jetzt mal weitermachen. Ein bisschen überlegen, ein bisschen bauen, ein bisschen tüfteln. Das wäre wirklich nicht schlecht für den Anfang. So, dann hätte ich mal das. Dann hätte ich gern aber vielleicht mal eine Umrandung, irgendwie sowas. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ich möchte gern mit sehr viel Glas in den Fronten bauen. Ne? Das ist ja schon klar. Und ich möchte gern mit Eichenholz und Fichtenholz bauen. Eichenholz hätten wir hier. Und ich sollte vielleicht mal alles rauslegen, damit wir oben die Kiste wegkriegen. Das wäre auch was Gutes, ne? Und dann müssen wir mal gucken. Ah, ich will doch erst die Technik bauen, stimmt. Das hatte ich ja schon wieder vergessen, die Leute. Hier waren doch irgendwo noch mega viele Samen. Da, guck mal hier. Pack die mal da rein. Du warst hier. Eier. Blumen haben wir hier vorne. Ja, das ist immer so die Sache, ne? Man kann nicht einfach nur sagen, hey, jetzt baut man einfach direkt drauf los. Wir müssen auch hier die ganzen Blümchen, alles müssen wir machen. Man könnte die jetzt natürlich auch alle wegwerfen. Das sehe ich aber anders. Das finde ich nicht so geil, ne? Muss ich wirklich sagen. Pass auf. Wir müssen jetzt mal gucken. Also, haben wir ein bisschen Holz dabei. Ne, erstmal wollen wir die Kiste oben wegmachen, ne? Genau. Machen wir oben mal die Kiste weg. Die passen niemals alle da rein. Da? Ne, da. Knopf braucht man nicht mehr. Ach komm, die Schere brauche ich jetzt definitiv auch nicht. Die war ja immer hier, unsere Schere. Da ist schon eine Ho drin. Wusste ich gar nicht. Die da brauche ich auch nicht. Ja, ist immer, wenn ich 10 Minuten brauche, bis ich überhaupt mal an bin, ne? Das ist immer so das Problem bei mir. Aber stört mich nicht, ne? Stört nur euch, Leute. Wenn ihr davon getriggert seid, dann ist das euer Problem. Weil ich hab Spaß hier. So, wer sitzt denn da? Egal, komm. Wir bauen hier was Schönes. Das wird cool. Das wird wirklich cool. Glaube ich zumindest. Ich habe jetzt mittlerweile eine grobe Idee im Kopf, was man machen könnte. Ich wollte die Felder auch schon anpflanzen. Das würde ja auch Sinn machen. Ich bin jetzt hochgerannt. Für was zu machen? Ah, für die Kisten leer zu machen, ne? Genau. Nein. Super. Was soll ich was sagen, Leute? Es ist eine Katastrophe. Ich glaube, hier irgendwo hatten wir noch Bambus gehabt, ne? Oder was hier? Dann ist hier unten.
Danke. Können wir den Rest noch holen? Hätten wir das schon mal erledigt. Das ist halt wichtig. Aber den Farmer, den können wir schön entführen, ne? Den nehmen wir nach oben hin und dann wird das was. Ja, und vor allem die Felder, das ist gut, wenn wir die auch direkt ansetzen, weil dann können die schon mal wachsen in der Zeit, wo wir hier den Rest bauen, ne? Aber jetzt sieht man schon, ne? Gewächshaus ziemlich groß. Von der Tiefe, finde ich, könnte es ruhig mehr sein. Wirklich, da könnte es wirklich mehr sein, ne? Vielleicht könnte man ja sagen, hey, wir machen es noch 4 tiefer. Ja, das überlegen wir uns jetzt gleich, ne? Das überlegen wir uns gleich. Wenn wir mal die erste Front eingezogen haben, die Tiefe kann man ja einmal regulieren. Das ist ja kein Problem, ne? So, hier war's. Rein damit, super. Die Kissen, die behalte ich im Endeffekt, ne? Wir müssen jetzt ein riesiges Trichtersystem im Endeffekt bauen, ne? Wo nachher alles eingesaugt wird. Das heißt, wir brauchen relativ viel Eisen. Dann müsste man einmal kurz in die Farm ein bisschen was holen gehen. Ja, müssen wir machen. Und dann sollte ich mir aber jetzt mal Gedanken machen, wie ich die Layers baue, ne? Das wäre vielleicht mal nicht gut. Wäre gar nicht so schlecht. Ich möchte sehr viel mit Glas bauen. Ich möchte aber auch gerne ein bisschen Holz verbauen, ne? Dann, ja, nimm dir mal ein Stack und Glas mit. Glas hatte ich ja hier. Dann will ich einmal normales Glas und einmal weißes Glas. Super. Hast du richtig viel davon. Aber... deswegen wollte ich an der Felge noch den Ofen bauen, ne? Letztes Mal, den automatischen. Damit wir endlich mal... Wo hab ich denn den blöden Sand hin? Der liegt hier vorne. Liegt hier vorne. Ich weiß es wieder. Liegt hier vorne. Da. Bisschen Sand durchbraten können. Nee, das ist kein Sand. Oh, so viel Sand habe ich gar nicht, ne? Ich hätte gedacht, ich hätte mehr Sand. Break das Ding durch. Break das Ding durch. Aber wir haben ja Zeit. No stress und so, ne? Die Werkbank haben wir dabei. Die richten wir gleich wieder auf. Müssen wir mal gucken. Also ich bräuchte auch einen Eingang. Vielleicht... Moment, wo ist hier unser Ding? Hier wäre ein Eingang schön, glaube ich. So 2 Eingänge und einen hier, ne? Weil... Ja, im Endeffekt war hier der Ausgang, ne? Genau hier. Aber dann könnten wir vielleicht mal sagen, weißt du was? Hier machen wir mal so einen schön gemütlicher Weg hier runter. Ne? So. So bis hier hin. Und genau das gleiche ziehen wir einmal hier hin. So, ne? So als kleiner Spielplatz. Ja, passt für mich. Den. Ja, so ist besser. Ja, so ist gut. Nehmen wir hier 2 Wege, links und rechts. Hier müssen wir natürlich ein bisschen gucken, ne? Also das soll ja ein Gewächshaus werden. Das heißt, hier müssen wir mal direkt mal eine Front machen. Wir brauchen aber auch irgendwie, was das Ganze stützt, einen Rahmen vielleicht. Sagen wir mal so, pass auf, wir können ja... Ne, ich muss erstmal die Konstruktion hier bauen, ne? Hier kommt ja der Villager hin. So, 3 Trichter, er steht auf einem. Und dann muss man irgendwie das ganze System ja auch irgendwie zusammenführen nachher, ne? Wo stellen wir dann die Kiste hin? Weil, beispielsweise, wenn ich sage, hey, hier stehen die Trichter und hier werden die Trichter dann abgeführt und wir leiten die. Ja, entweder in die Mitte, ne? Da müssen wir ja hier drunter. 1, 2. Ja, mach mal weg. Okay, Trichter. 1, 2 tief und der dritte ist dann da, ne? 1, 2, 1, 1. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, Leute, ne? Wir werden das erstmal einfach mal versuchen, ne? So, das wäre dann 1, 2 und 3. Und dann geht's in die Richtung, ne? Bis wir auf der anderen Seite rauskommen. Ich hoffe, das funktioniert. Das hier funktioniert ja schon mal soweit ganz gut. Weil hier müssen wir dann die Trichter hier hinleiten, ne? Für dass wir dann, sag ich mal, hier dann irgendwo eine Kiste bauen. Aber da müssen wir noch gucken, wie wir an die rankommen. Ich weiß halt nicht, wie schnell man mit... Also, wie viele Trichter man so aneinander hängen können, bevor wir da richtig Probleme kriegen, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe das ja noch nie gebaut. Also, ich versuche ja auch nur immer hier irgendwas stehen zu lassen, aber... Das heißt, das hier können wir dann nachher zumachen. Weil ich will, das, was hier runterkommt, das soll hier hin. Und das, was hier gesammelt wird, soll auch hier hin, ne? Aber wir müssen dann hier so eine kleine Unterführung irgendwie bauen.
dass man irgendwie hier so ein Lagersystem auf der Seite bauen. Oder wir machen nur das Lager zugänglich von hinten. Das heißt sozusagen, die Anlieferung ist, hier können dann die Leute rein, können so, wow, ein bisschen blöd gucken. Und wir fahren aber mit der Lieferung sozusagen hier nach hinten, ne? Genau. Ja, komm, setz mal ein Licht hin oder so. Wir sehen ja wirklich gar nichts hier. Schon besser, ne? Also sagen, hey, fahr mal so bis da. Und dann geht's hier hoch. So, und von hier aus machen wir die Anlieferung. So machen wir das. Einmal kurz pennen wieder. Jetzt sehen wir das Gleiche hier, ne? Seitdem sie die Bette hier weggeräumt hat, hat sie keinen Schlafplatz hier mehr. Ist ja Wahnsinn, ne? Hör mal, wen kann ich mal hier rausschmeißen? Dich da, danke. Ja, muss auch mal einfach nicht schlafen. Vor allem, du schläfst in dem falschen Bett, Junge. Ja, ist doch egal. Ist doch egal. So, pass auf. Hör mal, schon ein kleines technisches Problem. Und zwar hatte ich kein Thumbnail für die letzte Folge gezogen. Das muss ich jetzt noch schnell nachholen. Bevor wir hier zu viel gebaut haben. Das wollen wir nicht. So, pass auf, warte mal. Gehst du mal da hoch. Super, guck mal hier. Gewächshaus 2.0 hatten wir. Super. So schnell geht das hier, ne? Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Okay, ich muss mal hier mal kurz Gedanken drüber machen. Moment, lass mich mal kurz überlegen, Leute. Ich glaube, das einzige Sinnvolle ist tatsächlich einfach mal anzufangen zu bauen, ne? Also, ja, die Technik wollten wir gerade machen, aber ich will schon ein bisschen Haus drumherum haben, ne? Ihr kennt mich ja. Es muss ja immer so ein bisschen was schon entstehen, weil das nachher zu machen, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Die Frage ist, wir haben jetzt so viel schon mit Stämmen gebaut, dass ich mir überlege, einfach hier mal mit den ganz normalen Blöcken zu bauen. Und hier ist ja Ende im Gelände, ne? Das heißt, ich würde hier mal 1, 2 hoch. Und dann einfach mal hier hin so 1, 2, 3. Und dann wieder 1, 2 hoch. 1, 2, 3, 4. Guck dir das mal an. Wie gesagt, Leute, das ist ein Entstehungsprozess wieder, ne? Kennt ihr ja. Mal gucken. Ich will so, ja, das könnte funktionieren. Das waren jetzt 2, 3, das sind 4. Habe ich keine Skeffis dabei? Doch, guck mal, hier hat er so Profi. Also 2 hoch, ne? Die will ich am Anfang, das soll so ein Stock-Dings werden. Aber seht ihr gleich. 1, 2, 3, dann hätten wir so ein Viereck, dann 1, 2, 3, 4. Hier, dann würde ich hier noch gerne den 5. dran setzen und dann müssen wir hier wieder hoch, weil ich nur bis... Bause mal erstmal, bevor du hier jetzt den Blödsinn machst. 1, 2, 3, war das auch so auf dieser Seite? War nur 2 hier, ne? Ja, 1, 2, dann können wir hier 3 hoch. Und was ist... Ne, 2 ist vielleicht schon ein Tick zu hoch. Weil ich will ja jetzt auch nicht zu hoch bauen, ne? Guck, wenn wir nur einen machen? Ja. Dann hier wieder hoch. 1, 2 hoch, genau. Ja, ja, dann wird's besser, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Genau, dann musst du genau hier runter. Super. Okay, hetzte. 2, 3, 4, 5. Ja, und dann bis auf die Ecke. Nein, nein, nein. Ist egal. Ist egal. Unten ist unten, ne? Nein, das da ist nicht gut. Da muss auf einen hoch und das hier muss auch noch einen höher. Weil dann, das ist zu hoch oben. Okay, so ist das, Leute, ne? Das ist ein Entstehungsprozess. Hier ist ein Entstehungsprozess. Also hier haben wir gesagt, noch einen hoch. Das hier wieder alles weg. Das hätte man nichts anderes zu tun, ne? Hopp. Super. Noch ein paar machen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich will es auch diesmal in dem Fall hell halten, weil im Sägewerk haben wir das letzte Mal dunkel gebaut, ne? Irgendwo da hinten dran. Seht man nicht, so dunkel ist es. Was war das denn gerade? Ja, ist egal, ist egal. So, 2 hoch haben wir gesagt, ne? Genau, dann 1, 2,
3, 4, genau. Dann muss der unterste dann noch weg. Super. Heb mal alles auf. Guck dir das mal an. Ja, ja. Ich glaube, hier wären 3 besser. Doch, da wären 3 besser. Also 2, 2, 3. Ja. Ja, ja, ja. Ja, wenn man das jetzt im Kreativmodus erstmal vorbauen würde und dann erst hier in die Welt kommen oder so und dann bauen, ist mir schon klar, das würde alles zehnmal schneller gehen, aber hör mal, ihr baut ja auch nicht anders als ich, ne? Das sind, muss, ah ne, den musst du ja lassen, das ist eine Säule, du Idiot. So, da müssen wir ja rauskommen. Nein, schlag das Ding doch einfach weg. Du machst mich ganz verrückt. So und so, super. So wird das. Hä? So, ich muss einen Satz mal noch zu Ende bringen, ne? Ihr seid ja auch nicht anders als ich. Es wird erstmal gebaut, dann wird geguckt, was entsteht, ne? So. Dann kannst du mal von hier gucken. Ja, das gefällt mir schon besser, aber noch nicht so hundertprozentig von den Proportionen, ne? Kannst du mal ausgehen, bitte? Ist ein bisschen ätzend. Das darf nur 2 hoch. Und der hier könnte man 2, 3. Der muss wieder 1 runter. Der letzte, der hier muss 1 runter. Ja. Das sieht nicht, von der Symmetrie sieht das nicht schön aus, ne? Gut, ist jetzt immer noch Geschmackssache, ist klar. Aber ihr wisst ja, bei mir läuft das nicht so. Läuft ein bisschen anders, ne? Ist ein anderes Ablaufverfahren bei mir. So 1 runter haben wir gesagt, ne? 2, 3, 4, 5. Ich glaube, sein Problem ist, weil er so lang ist. Ich glaube, das ist das Problem, weil er so lang ist. Der darf nicht so lang sein. Der ist zu lang. Ja, der ist zu lang. Das ist aber gerade so gut, weil da kann ich diese Säule, also die hier ein bisschen zurückziehen noch. Das finde ich schön finden. Okay, jetzt glaube ich, jetzt kriegen wir es hin. Also, hier haben wir 1, 2, also mit dem obersten 3. 1, 2, 3, 4. Hier hören wir auf. Hier gehen wir dann hoch, ne? So auf dem 5. dann. Ah, ich würde schon hier hochgehen. So. Und da verlängern. So, und dann nur. Was machst du gerade? Das ist falsch. Lass das mal so. Hep. Nee, nee, Moment, warte mal. Hä? Ja, das ist schwierig, Leute. Das ist schwierig. Man könnte jetzt ein bisschen mehr fließen lassen, aber geht gerade nicht. Also 2. 1, also 1, 2, 3, ne? Also mit dem 4. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, die sind gut. Und hier hätten wir dann 1, 2, 3. Ach Mensch, ey. Der steht da. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der steht dann für sich gut. Er steht auf 9. Er müsste 1 rüber. Er muss um 1 rüberkommen hier. Da. Er muss um 1 rüber. Super. Und das hier kommt weg. Ah, das ist complicated, ne? So ist es aber. Ich sollte mir jetzt mal ein Bett hier raus hinholen, das Hin- und Herrennen, das Juckels da, das finde ich nicht so toll. So. Ist das jetzt der hier, ne? Genau, und dann 1, 2, 3. Und dann geht's wieder hier hin, ne? Mhm. Überlegen wir uns, Leute. Boah, wie die Folge vergeht, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist mal ein bisschen zu hoch alles. Nee, das kann so gehen. Das kann so gehen. Moment, Leute. Momentum per favore. Zack. Aber so ist das. Wir können nur das machen, was wir machen können. Ja, doch, 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 das entwickelt sich. Das entwickelt sich so. Das kann man so machen. Okay, Leute, morgen machen wir hier weiter. Und bis dorthin wünsche ich einen schönen Tag noch. Ne? Bis morgen. Ciao.